Folgendes Programm ist für Zuseher unter 16 Jahren nicht geeignet. So, Starkel. Morgen. Ah, ich wollte den Bus laufen. Ah, nur Brötchen. Man muss die DVD, was ja Brötchen. Ja, die Fischen. Grüß Gott. Morgen. Herr Robert? So, das ist der vierhältige Uhr, danke. Wiedersehen. Das ist ja nicht die Witze da, aber das ist schon ein bisschen leid. Ja, sind doch. Das ist der Horvath, kein Horvath, kein Bock auf ihn. Wo sei du erst für 5 und mit Weiber, da geht's ihm ganz schön aus. Im Großen und Ganzen ist er ganz laut. Das ist der Horvath. Die Liebe ist sie seltsam und viel. Sie kommt und geht die eine zu andere. Das ist eine komische Nummer, weil er hat zu viel. So erst lange Getöne oder so. Von der Liebe, weil es ein seltsames Spiel ist, oder? Ja, ist schon seltsam. Weil einmal bist du verliebt und einmal bist du traurig und nicht verliebt. Schon komisch, ja? Hat ich recht gehabt, die Alte. Aber der Text ist seltsam, Fisch und Fang. Wie bitte sieht das alles sowieso? Schau, ich misch mich nicht mehr ein. Ich misch mich als Privatperson überhaupt nirgends mehr, oder? Warum? Unterführung nicht genehmigt, Zebrastrafen nichts genehmigt. Sie sind alle Zeuge. Und jetzt bin ich Opfer des Staates, weil ich mich ersetzen wollte für die Leute. Aber als Kleiner bist du sowieso immer angeschissen. Überall. Ich sitze da bei mir und jetzt geh ich. Ich geh dort nicht mehr aufs Häusl, hab ich gesagt. Ich brunz da her und geh da nicht um, weil ich fürchte um mein Leben. Und das ist viel zu wertvoll. Mit den Normen. Da ist eine Norm, der hat eine Norm. Was für eine Norm? Die einzige Norm, was ich hab, ist in der Hose. 25 und nicht gehabt. So schaut's aus. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, oder? Das stimmt. Da kann ich Geschichten erzählen. Ich habe mal eine Beziehung gehabt, 2 Jahre lang. Das war die schönste Beziehung überhaupt, oder? Ein Gestell, ein Traum, wie ein Model. Ja? Sexleben, alles super passt. Stundenlang geschmust mit der. Boah, aufs Meer sind wir gefahren. Ich war so verliebt, wirklich. Und nach 2 Jahren komme ich drauf, dass sie wohl Haare hast, oder? Den habe ich deppert gehabt, den Haverer. Ich lass mich nicht lang verarschen versuchen, oder? Ah, Frechheit. Aber schon, so ist das Leben. Einmal bist du verliebt in die Frau, einmal in den Mann, ja und weiter, wir sind alles Menschen. Machen alle Fehler, oder? Der Harry. Manchmal fällt einmal schon noch der Hund. Aber ich bin sehr näher. Dorle. Dorle heißt, vorhin im Geschäft habe ich es kennengelernt. Ich habe mir gerade ein Palettenbier gekauft, stehe bei der Kasse und habe die Futterskarte nicht erstecken. Ja, da sparst du einen Haufen Geld. Na, auf einmal kommt von links eine Hand rein mit den Nagellachs. Und ein Futterskarten in der Hand und zeigt drüber von mir. Ich schau auf links rum, steht's da. Mir ist ein Guss, blonde Haare, rote Schuhe, so ein super Gestell. Ich hab kein gewusst, dass ich bin kriegen wie nix. Weil ich ein bisschen respaniert war, weißt du, vom Vorabend, aber so auch im Herzen. Im Herzen hat's mich erwischt. Na, ich versteh was von den Frauen, von der Frauenschaft und das Ganze, das weiß ich alles. Ich versteh da jede Frau, außer Chinesin, die vom Reden her, weiß ich nicht, die Ching Chingi Chungi, was ist ein Spruch. Aber so die Frauen versteh ich. Was die wollen, nicht so wie die Haberer alle mit deren Spruch. Kannst du nur genieren mit so Leuten? Nein, ich hab's mir erklärt, daher. Woran der Wutz? Zuerst einmal essen, dann gibt's ein bisschen was zum Trinken und so. Ja. Dann wir ihn da anschauen langsam so, dann wir streicheln und so, ein bisschen küssen, ja. Und dann buddest du zusammen die Hutsch auf einen halben Quadratmeter. Mhm. Das ist mein Plan, so schon mal was. Wenn wir gerade haben heute. Mhm. Ja, scheiß Deppen geworfen, was denn das? Das komme Back und zert, schau da den Blödsinn. Du, das sind die angeschissenen Spülen. Schau, die, kennen Sie die angeschissenen? Rosi heißt die Alte, mein Battlefield, die Leibwand hat er noch, die spielt ja vor 20 Jahren gesehen, mein Schule. Schau, bis deppert, die muss ich mir anschauen, die sind wieder Leibwand. Vielleicht geh ich mit der Dorle hin, ha? Mach einen Heiratsantrag dort. Weil du, ich muss jetzt eh was herrichten. Ist der Part? Hm. Keine Zeit, ich muss da alles. Dorle kommt angeschissen haben. Jetzt ist mein Tag.
fahren die Licht. Herr Horvath, von eine wirklich was genau machen Sie da jetzt? Putzen tue ich, aufpolieren, das Badezimmer. Was glaubst du, eine Frau braucht ein Badezimmer frisches, oder? Wenn sie sich unten frisch machen will. Die glaubt, das ist im Hinterpalast bei mir. Also Sie bringen jetzt die gesamte Wohnung auf Vordermann? Ja, parkiert die Türe auf die Stängel. Sie will mich mit Pfirsichgeschmack, oder? Pfirsichgeschmack haben die. War ja, wer zudelt der Kerzen, weiß ich nicht. Aber gibt es eine Perverse oder was? Sind Sie schon recht aufgeregt vor dem Treffen? Ja, aufgeregt, aufgeregt. Nein, bin nicht aufgeregt. Geil bin ich, ja, gib ich zu. Aber das ist ja kein Gewartewissen bei der, die muss ich noch einbraten ein bisschen. Ich tue ein bisschen was lehren. Du darfst mir nicht verraten. Ich habe eine Firma und so, wie gesagt. Hm. Haben Sie keine Sorge, wenn Unternehmen? Das... Ich weiß nicht einmal, wie man einen Kugelschreiber holt. Herr Horvath. Herr Horvath, haben Sie keine Sorge, wenn diese Lüge auffliegt, dass Sie da wieder einen Minuspunkt bei der Dame sammeln? Nee, Blödsinn. Wenn die ein bisschen was sagt, kann ich nicht entscheiden, Wahrheit oder nicht. Sind wir bei dem X-Faktor oder was? Ein bisschen Schmäh und weiter. Bin nur in den Konkurs gegangen dann nächste Woche und weiter. Es geht auch schnell heutzutage, oder? Ja, aber mit dem Scheißmittel kriege ich nichts gesagt. Naja, das macht sich nicht sehr glaubwürdig auch. Ne, ich glaube, ich brauche ein Scheißmittel. Ich habe aber eh noch das Gesichtswasser vom Vater. So wie immer. Weil der Vater und früher, wenn wir Wimmer gehabt haben, wir waren ja viele Kinder, oder? Welches Mittel ist das speziell? Gesichtswasser. Also eher auf Kräuterbasis. Ich muss auch wieder alles einkaufen. Das hat da was. Das ist einem nur schlau gewesen. Das hat uns doch vorher immer gegeben, oder? Wenn wir Wimmer gehabt haben, war alles weg. Das hat ja das Gesicht auch, aber das ist ein super Mittel. Ich darf zwar nichts rauchen, gell? Ich darf zwar nicht rauchen, das ist hochentzündlich, verbrennlich. Da brennt es da alles weg. Mehr aus dem Kind. Die Fliesen werden jetzt glänzen. Was glaubst du, wie beim Gaddafi daheim? Weil der ist auch schon wieder da unten. Ja, ja. So, ich kann nicht schicken, oder was? Aufpassen, muss man sensibel umgehen mit dem Mittel. Und das fällt von den Dämpfen. Die Treppe. Ja. Herr Horvath, glauben Sie nicht, dass das etwas zu scharf ist für. Ja, ich bin scharf. Ich bin scharf. Aber das Mittel nicht. Reinwand, ja? Mit Vorwasser kommt. Herr Horvath. Boah, das fällt. Bist du deppert? Boah, du bist eine andere Frage. Ja. Wie geht's eigentlich Ihren Sohn, den Alexander? Haben Sie schon länger von dem nichts gehört? Da habe ich nichts gehört, nein. Schon was gehört, was oh ja. Was macht der jetzt? Gericht hat sich gemeldet, hergesperrt haben sie an den Tag. Aber weswegen darf man da fragen? Giftler rein. Ach so, es schaut, gell. Nein, ich habe mein Lebtag nichts mit der Polizei zu tun gehabt. Aber das sind die Jugendsünden, schau, ich will einem helfen. Was soll man machen, ja? Hoffe, es ist wieder gescheiter drin. Ah, so wie das rauskommt. Boah, das fällt richtig Dame schwierig durch. Muss ich glaube, was saufen. Gefährlich, gefährliches Zeug. Wie geht's Staubsaugen? Sagen tue ich jetzt, ja? Da geht's hinsaugen am Schluss, oder? Du wird ja damisch sein, wenn's einer kommt von dem Nitto-Tüzerin oder was? Das ist ein Wahnsinn. Wann erwarten Sie die Dame heute? Ich muss jetzt bald auftauchen. Ich bin jetzt ganz nervös und so. Jetzt geht die Garage einmal gelüftet, oder? Haben Sie heute eine spezielle Garderobe gewählt? Ja, die will geschlafen auf die Alte. Wer ist denn da? Ist er da? Schade. Hallo, wer ist da? Ja, nur. Ich sag, meiner, hast du eine Solette? Ja, nimm dir ein paar Solette. Aber gib mir das Duschgel her, ja? Ja. Muss man die Garage lüften. Duschgel? Ja, ja. Ja, wie geht's? Ja. Ja, der Gemeiner. Gib her. Ich will dir alles halten. Ja. Herr Horvath, haben Sie sich da jetzt sehr verletzt? Was? Was heißt sehr verletzt? Tu ich nicht die Nuller mit den Mikrowellen halten oder was? Renn weg, dass mir hilft, da ich bei gleich verbrennt bin. Ich. Ich hab so alles gehabt, das Tripper und alles, aber das hat nicht so brennt. Werden Sie jetzt das Treffen absagen, oder? Oh, nein, gar nicht. Ich muss das durchziehen. Ich muss schauen, dass es nicht so kalt ist, oder wie das rauskommt. Hört mir nichts gut, ein bisschen Tripper, das wird schon überhaupt nicht da waren. Boah. Das ist das schon. Scheiße. Mach jetzt. Oh. Du magst das, tut's Verletzung. Es hilft zwar ein bisschen, ich tue ein bisschen Scheiße reden. Ich muss ein Problem.
Du, Ali, komm her, hast du dich gefunden? Ah, ja, ich bin jetzt vom Magazin. Das sind von den Senderblicken, ja? Ja, na sicher. Hallo. Ja, schaut sehr gut, das schaut leibend aus, gell? Ja, das kostet. Ja, das schaut leibend aus. Boah, da riecht's voll lecker, riecht's voll gut. Hast du für uns was gekocht? Ja, nein, wirst du es mal anbringen, aber ist ja wurscht, das interessiert ja keinen gerne. Komm, schaut gut aus, ja, ja. Komm, setz mal sie da her, trink noch ein bisschen was. Ali Schatz macht heute für meinen Ali Platz. Ha? Gehst du schwer? Nein, den habe ich noch nicht. Ja, ich habe gerade ein Haustüftel da erfunden. So, ja, okay. So der Tüftel. Du bist lustig. Ja, ich wüsste dir von der Seite. Ich bin ein Tüftler von dem, was das ist. Ich habe mich echt schon gefreut, habe ich mich. Halt. Ja, ein bisschen. Ja? Ja. Ja. Prost, gell? Prost, Und wie läuft es mit der Baufirma? Was ist? Baufirma, ja. 95.000 Tote haben wir gehabt. Neuguinea, wow. Erdbeben war, Bissdeppert, alles haben wir zutrauen müssen. Ja, ja, weil ich habe ja andere Buden auch noch, ja, das erzähl ich dann noch. Du bist auch viel im Ausland eigentlich, gell? Spanien, Teneriffa, überall, ja. Wahnsinn, aber dort, wo die Yacht auch ist, oder? Ja, die Yacht ist auch dort, ja. Immerst du nicht, hab ich dir gesagt, gell? Ja, ja. Ja, aber da können wir momentan nicht hin, da ist gerade Baustelle. Okay. Ausgeweißen wird die Yacht, ja. Das ja, und das Haus ist? Das ist nur meine Ferien, das habe ich nur so nebenbei. Weißt du, das musst du zu den kleinen Männern auch dazu gehen, oder? Mm. Ja, dann möchtest du mir mal eine Führung geben oder so? Führung willst du haben? Mhm. Ja, dann machen wir Führung. Ja, machen wir das, ja, schau mal, hat die. Ja, Führung. Da ist das. Das also ist in der die Küche wäre ich ja schon gewesen, da ist das, da ist der das Unfall passiert. Ja, ja. Taugt's dir, gell? Das ist eine rarität Kugel, oder? Ja. Du, den Hammond, Pyramide von gesehen? Ja? Nein. Ja, wir verstärken da alles. Ja, die ist ausgeräumt worden. So war die in der Pyramide drin, schau. Mit dem geht's da drauf. 100.000 Euro, der Scheißdreck. Ja. Aber ich lege ja nicht viel Wert auf sowas. Da schau, dass man sich nichts mehr sieht. Das gehört eh noch kriegt. Da muss ich mal sagen, die ist ja schon 3.000 Jahre alte Kugel, oder? Und wohin geht's da? Scheißdreck. Was? Da? Steinmeißel-Pyramidensystem. Das ist ein Badezimmer von den Steinmeißlern. Da musst du aufpassen. Schau, das sind alles die alten Fliesen. Kennst du noch? Ein Boot? Du hast gern Boot, gell? Das ist super. Ja, ja. Schaut mal so aus, gell? Das ist auch, das habe ich selber gemacht. Das gibt zu, das ist nichts von den Steinmeißler. Das ist der erste Fallschirm, was sie erfunden haben. Aber wenn man kauft, 20.000 Euro in Unwerder. Ja, Wahnsinn. Ja, Doktor, gell? Alles original, wie es war. Und was ist das? Das ist ein Bernsteinraumzimmer von der Schlafgenehmigung. Was weiß ich, ein Schlafzimmer, aber leider, da 20er Jahre man denkt, das Thema, ich bin so für die Architektur. Das ist echt gemütlich. Ja, das ist schon gemütlich, aber wenn wir schlafen, sonst machen wir da nicht so viel jetzt, weil ich habe einen Garten, englischen Garten. Komm, sag ich da, einen englischen Garten. Ja, wenn wir öffnen lassen, Texas Memphis. Viel leider. Mit den US Navy sitzen wir in Innsbruck auf alles, oder? Ja, wenn man den braucht. Was bist du? Schön, wow. Hund. Hörst du gesehen? Echt geil. Pinguin hast du ja. 75.000 Schläge in der Minute. Das ist echt stark. Ja, sicher. Wie lange machst du das schon? Das Kampfsport und so? Mhm. Müsste die länger, aber 80 Jahre sicher. Ja? Bin interessiert an dem Ganzen. Das war ein Boxsack von Muhammad Ali, habe ich versteigert. Nee, bitte. Ja, so ja. Nein, nix. Ich mach keine Schmäh mit dir. Ich will Schmäh machen. 20.000 Euro, oder? Das da, Titanic. Das habe ich runtergedacht. Ich bin runtergedacht mit meinem Yachtclub. Habe ich mir geholt von der Titanic rauf. Schwarze Real dort. Ich habe mir nichts gekostet, weil ich es raufgeholt habe. Mit den Schnorcheln bin ich runter. Viel raus, ja, ja. Ist beim Film auch dabei, oder? Ja, beim Film wird dabei sein, wenn ich dachte. Du nichts beim Film. Ja, hast du Schmäh gemacht, gell? Ja. Was ist denn das jetzt? Ja, schlecht. Warte, ich muss schnell telefonieren. Tust du mal? Ja. Steppert. Ich glaube, da ist nicht die Scheißdreck. Sicher bin ich bei den Angeschissenen. Mein Battlefield, ja, Leiman. Ja, sehen wir sie, sehen wir es. Ist das eine geile Sau da draußen, oder? Ein richtiger schöner Matrotzen. Frau Geilhardt, wie fühlen Sie sich beim Herrn Horvath? Sehr wohl. Ja, sehr, sehr gut aufgehoben und ich vertraue ihm. Der ist wirklich ein charmanter Gentleman einfach. Die ziehe ich mal über den Schuh, ja? War noch nicht so, jetzt nicht, weil jetzt tut er mir weh, aber bald ist die Partie fliegt.
Ganz witzig, er ist so für mich ein richtiger Mann, aber er ist eben nicht so ein Prolet, nicht so ein und irgendwie da irgendwas daherreden und ist nichts dahinter, sondern endlich einmal ein Typ, der da irgendwie auch ehrlich ist und dem ich vertraue und der mir auch einfach ein Gefühl der Sicherheit gibt. Du musst ab und zu Geschichten ausschmücken. Einen englischen Rosen, was gibt's leicht in England an Rosen? Die Fuhltrottel am Schiff erzählt und ein Schnellregen und das war's. Oder? Nächstes Mal dazu ihr, dass ich der Mann im Mond bin. Das glaubt's mir auch. Ja, ist ein liebes Mal, gibt's eh nichts. Aber so leichtsinnig, glaube ich, das taugt mir, die kann ich richtig ausnutzen. Also Sie haben sehr wohl das Gefühl, dass er offen und ehrlich zu Ihnen ist. Auf jeden Fall. Ja, sicher. Also, ja, klar. Nochmal! Ah, Interview! Entschuldigung, wenn Sie den Herrn Horvath meinen, der ist gerade nicht da. Na, pass auf, häng mir da keine Goschen, aber was bist denn du für eine? Ich bin eine Freundin vom Anton, ich bin nur zu Besuch da. Was brauchst du denn den Rotz besuchen? Das ist ja keine Mauer, das ist ja kein Schuling wert. Aber was anderes hast du meine Alte, wo gesehen die Geli? Ma, das ist eine Frau. Und nicht so hutschen wie du. Entschuldigung, geht's noch? Na, also, Entschuldigung, hast du mich schon richtig verstanden? Ich den Grippe, spür was aus. Wenn er sich nicht bald stellt, komme ich einer. Hast du mich verstanden? Ja, danke. Ich werde es ihm ausrichten. Na, das wird gut sein. Noch was. Die Gesichter, die nicht so dicke Lippen riskieren. Ich hab schon mal eine die Stirn runtergehauen. Weiß aber keiner. Also, wenn morgen die Hefe meiner Tier steht, dann nehme ich die mit. Der Drecksau. Also schönen Abend noch. Danke, ja, schönen Abend. Ja, Anton? Winde Hutscher. Dolly! Was ist das denn du für ein Nachbarn? Den habe ich getroffen. Leibende Leib, grüß mich. Es ist schon ziemlich kalt. Wollen wir ein bisschen reingehen? Vielleicht ein bisschen kuscheln? Nein, nichts in Kusch. Ich habe auch Kunststück gekauft, der Leibende. Was muss ich jetzt sagen? Kokosnussplantage. 500 Millionen Euro hat es mir gekostet. Bis deppert. Ja, wir gehen jetzt spazieren, sag ich dir. Ich will einfach dann offen, wer tut, schau. Siehst du da, gell? Komm, gehen wir lieber spazieren ein bisschen, ha? Ist eine schöne Nacht. Machst du die Kokosnuss? Ja, wer hat die Kokosnuss geklaut, gell? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja, genau. Der tut es mir. Ja, ja. 500 Millionen Euro, Thomas. Ja, für mich fährt der Kasse, weißt du, oder? Boah, ist das geil, geht das auch dir? Ja. Das ja, könnte ich, gehört in mir. Ja, ja. Hast du das von Ikea gekauft? Nein, das ist 700 Millionen Schilling. Boah, ich will rausgehen. Was rausgehen? Ja, geh mal rauf. Aber hast du die Tür offen lassen, gell? Ja, wo ich hier. Ist nicht gut. Nein. Das ist ja voll schön. Ja, schön, warte, kommt jetzt. Wie ist das? Warte, kommt zu dir. Und das, was es wolle, oder? Ja, komm her da. Ja. Schön. Ja. Ja. Ich bin ganz schön. Was machst du schon da hinten? Es ist ein Privatjob! Geh gleich von der Schmiede! Ich hab auf euch hier! Was willst du so? Das ist der Horvath.